Hallo und herzlich willkommen bei Aquadazu. Das ist der Nils, ich bin der Philippe und heute geht's um Schnecken. Wir haben nämlich eine schöne Kiste bekommen mit einer tollen Auswahl an Schnecken von dem lieben Herbert vom Aquarium Dietzenbach. Einer unserer beliebtesten Fischdealer quasi. Ganz besonders im Bereich niedere Tiere auch. Ich wollte gerade sagen, Schnecken und Garnelen. Krasse Schnecken, krasse Garnelen, Krebse und so was. Ne? Richtig Ansagen also Sachen, dabei, auch seltene Sachen. In Sachen Wirbellosen ist ja schon krass dabei. Genau, wir möchten uns also hier nochmal ausdrücklich bedanken, dass wir hier auf die Ware zurückgreifen konnten für dieses Video. Und wir werden das euch jetzt heute einmal zeigen, was es da so aktuell im Sortiment gibt. Wir gehen mal die Schneckenarten einzeln durch, erzählen euch mal ein paar Anekdoten vielleicht dazu, wo auch Unterschiede sind und vielleicht noch ein paar Sachen, die überraschend sind. Und wir sagen, wir legen los, oder? Ja, sicher. Okay, dann mal. Hör mal auf. Jo, wir haben jetzt für euch eine richtig schöne Auslage fertig gemacht mit den ganzen Schnecken, die da gekommen sind. Schön. Da war echt eine beachtliche Menge bei und vor allem auch ein paar Sorten. Geiles Zeug. Bei den Thylos, ne? Wo wir gesagt haben, oh ja, das ist richtig toll. Geile Schnecken mit bei. Genau. Die sind sehr unterschiedlich in ihren Verhaltensweisen zum Teil. Und um vielleicht mal mit dem Mythos Schnecke allgemein aufzuräumen, ne? Ist keine, ja bei dir immer keine so eine Sache. Plage, ne? Ist keine Plage. Genau. Nee, nicht unbedingt eine Plage. Sie kann zur Plage werden, aber eigentlich ist sie. Sie erwünscht. Ist nicht zu vergleichen mit der Schnecke, die im Garten das gehegte Gemüse wegfrisst, ja? Ja. So die Nachtschnecke, die alles abräumt. Ja. Das ist es eben nicht. Ja. Der Philipp ist auch ein großer Freund von Schnecken. Ja. Ja. In jeglicher Hinsicht. Ja. Und, mit Knoblauch. Ja, auch das ist ja mein Part, ja, bitte. Ja. Aber die Schnecken haben halt oft einfach einen großen Nutzen. Natürlich sagen viele jetzt klar, eine Schnecke gegen Algen zum Beispiel einzusetzen, ist ja eigentlich der falsche Weg, weil die Algen sollten erst gar nicht da sein. Ja, das kennen wir alles, die Argumente. Es bleibt aber dabei, in der Praxis, Leute haben nun mal zwischendurch Algenprobleme und Co. Es gibt keine Perfektion, also kein perfektes Algenfreisaquarium. Also wer das hinkriegt, der sitzt den ganzen Tag vom Aquarium. Genau. Und man muss ja auch wirklich einfach mal die Masse an Aquarien sehen. Und da ist einfach eine Schnecke sehr gutes Backup, was Futterreste angeht. Ne? Definitiv. Futterreste. Und eben auch viele, viele Algen, aber nicht alle Algen. Weil eins wollen wir vorweg sagen, die meisten algenfressenden Schneckenarten sind nicht in der Lage, sehr lange Algen zu fressen. Da fehlt ihnen das Werkzeug für. Und das ist eben Unterschied zu manchen Garnelenarten und Co., die da die Möglichkeit haben, die Werkzeuge haben, auch lange Algen zu fressen. Aber Kieselalgen, Punktalgen, Schmieralgen, das ist so ein Thema, Aufwuchs allgemein. Ja, alles, wo, dran, ne? Alles wo die drüber kriechen können. Ne? Genau, das also, ist wie so ein Putzschwamm, so ein biologischer, kann man sagen. Ne? Ja, ist gut beschrieben, Putzschwamm. Ne? Ja. Ganz spannend vielleicht hier, klar, das weiß jeder, das ist ein Fühler und das ist das klassische Gehäuse und so weiter, keine Frage. Aber so eine Schnecke im Regelfall hat ja hier unten auch einen Fuß, wo dann wiederum ein Deckel vorsitzt. Und dieser Deckel nennt man allgemein Operculum, ist aus Horn. Genau. So, ja, aus dem Material quasi Horn. Und da ist es so, dass die Schnecke sich damit verschließt, die schützt sich da gegen Feinde. Ne? Genau. Mhm. Und das ist also so, man kann eigentlich sagen, wenn der Deckel geschlossen ist und er sitzt fest, der Fuß ist ja quasi ein Muskel, dann kann man davon ausgehen, dass die Schnecke eigentlich lebt. Also wenn man sie schüttelt und der Deckel fällt nicht runter, kann man, oder sagen wir es mal so, der Durch Deckel ist drauf streift. Und es riecht nicht. Das ist auch schon ein gutes Zeichen, ja genau. Ist Deckel drauf und riecht nicht. Sie lebt. Genau. Sehr wahrscheinlich, sie lebt. Genau. Das Blöde ist bei einer Schnecke, man kann schlecht sehen, wie gut es oder schlecht es an der Schnecke geht. Ja. Ja, beim Fisch kann man irgendwo am Verhalten noch erkennen, oh, da stimmt was nicht. Bei einer Schnecke, wenn ihr die jetzt neu kaufen würdet, die sitzt natürlich dann in ihrem Gehäuse da drin und sagt sich erstmal, oh, was ist hier los und bleibt da drin. Das heißt, ihr solltet auch schauen, dass wenn ihr Schnecken reinsetzt, das möglichst tatsächlich auch im Dunkeln macht. Das ist für viele Schnecken ein Kriterium, nicht für alle, aber für viele. Und aufs Loch setzen. Genau. Das wird immer gerne vergessen, nicht einfach reinschmeißen. Genau. Nimmt die Schnecke, setzt sie schön hin. Und Finger weg. Noch ein kleiner Pro-Tipp von uns. Nehmt euch, wenn ihr mehrere Schnecken kauft, ein ganz kleines Gefäß, so eine Futterschale zum Beispiel für Schnecken oder ein ganz kleines Pintchen oder sowas. Pintchen? Ja. Macht die so einen kleinen Schneckenschnaps, ja, klassisch, was man so hat halt. Ne? Ja. Da macht man dann die Schnecken quasi rein. Man kann die fast schon schichten, weil viele Schnecken haben einen sehr kurzen Fuß und kommen, wie du schon sagst, eben, die brauchen diese Hilfe, dass man die richtig reinsetzt. Ja, genau. Dann können die sich aber aneinander haften und aus diesem Glas rausklettern. Und die es nicht geschafft haben sollte, da solltet ihr dann nochmal ein Auge drauf werfen, weil es könnte dann sein, dass die eben nicht in Ordnung ist. Also ich würde jetzt ein Bourbonglas nehmen. Aber ohne Bourbon. Also wir mit Bourbon, aber für Schnecke ohne Bourbon. Meinetwegen auch Longdrinkglas, ist mir eigentlich egal. Kommt auf die Schneckenmenge an, ja.
Also die Schnecke nicht schön saufen. Genau, das war auch wieder ein anderes Thema. Ja. Also das ist ein probates Mittel. Und bei uns zum Beispiel, bei Aquado Zoo ist es so, wenn ihr jetzt bei uns eine Schnecke bei uns im Geschäft kaufen würdet, dann achten wir darauf, dass wir die Schnecke im laufenden Zustand greifen. Das heißt, wir wollen also wirklich sehen, dass der Fuß ausgefahren ist, genau, dass die Schnecke aktiv ist, und dann haben wir jetzt sie entnommen. Schnecken, die einfach quasi verkehrt herum im Aquarium liegen, mit verschlossenem Deckel oder sowas, das gibt es bei uns. Oder an Dekolementen hängen oder eine Scheibe hängen. Genau, ne? Dann wissen wir immer, okay, die sind ja aktiv. Ne? Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das vielleicht mal ganz allgemein. Also Operculum, der Deckel. Dann hat eine Schnecke immer noch eine ganz wichtige Funktion, nämlich das Reinigungstool schlechthin. Die Zunge. Die Zunge, ne? Diese schöne raue Zunge. Radula. Radula, ne? Ist Radula. Jetzt kein Zauberspruch hier, Radula Radeng, sondern Radula. Radula. Ja? Genau, Radula, die Zunge. Und bei der Radula ist es so, darauf sind Chitinzähne. Und je nachdem, wie viele Zähne die hat und ja, wie lang die sind, ist die Schnecke halt unterschiedlich gut in der Lage, was aber zu futtern. Aber es nutzt sich auch ab. Ja, ja. Also ich habe sehr viele Chitinzähne. Ich bin also in der Lage, große Mengen aufzunehmen. Aber ich kann bestätigen, es nutzt sich ab. Sagt mein Zahnarzt. Nee. Dann haben wir noch bei so einer Schnecke ein wichtiges Feature quasi, was sie alle haben. Das ist die sogenannte Gonade. Das ist im Prinzip das Geschlechtsorgan. Nicht Remoulade. Genau, nicht Remoulade. Gonade. Gonade. Geschlechtsorgan. Geschlechtsorgan ist im Prinzip bei den meisten Tieren so eine Art Keimdrüse. Da wird quasi vorproduziert und das Schnecken dann entsprechend zur Vermehrung gebracht. Drei verschiedene Arten, kann man grob sagen, gibt es bei der Vermehrung, ne? Ja, diese Lebendgebärenden da. Genau. Die diese Kokons da machen, diese Eikokons, ja, ne? Die so bei die Rennschnecke und so was macht. Oder klassische Eier halt, ne? Ja, Eier halt, ne? Eier halt. Also Eier wie beim Huhn quasi, Ei wird abgelegt, Schnecke kommt quasi mehr oder weniger fertig irgendwann raus und sagt, hier bin ich. Oder beim Eikokon gibt es dann noch den Unterschied, dass eine Larve erst. Da muss sich aber keiner draufsetzen und ausbrüllen, oder? Ich habe das noch nicht beobachtet, aber ich glaube nicht. Ja. Genau, beim Eikokon ist es so, das ist bei sehr vielen Schnecken der Fall, dass die Schnecken quasi die Eikokons ablegen. Aus dem Kokon kommt eine spezielle Larve raus. Ja, das sind meistens diese weißen Punkte an Deko-Elementen, die ganz viele auch hassen. Ne? Die manche total hassen. Mein Gott, aber das ist Natur, ne? Was willst du machen? Genau, und diese Eikokons, diese Larven, die dann da rauskommen, würden in der Natur dann ins Meer gespült werden oder Brackwasserbereiche. Da entwickeln die sich zu Schnecken und können als Schnecke wieder zurück flussaufwärts. Das funktioniert aber leider im Aquarium nicht, weil dieser Übergang zwischen Süß und Brack und Meerwasser funktioniert ja nicht wirklich. Und da ist so diese Krux, dass man leider deswegen sehr, sehr viele Schnecken als Import nur bekommt. Ne? Also so Naturentnahmen. Ich stelle mir das gerade so vor, wie einer so ein Süßwasser-Aquarium direkt neben Meerwasser-Aquarium aufbaut und überhaupt die Schnecke da so rübergehen. Nee, ja, und bei den Wildfängen ist es wirklich so, ne? Da sitzt ja wirklich einer und macht dann, sammelt die da ab, ja, an irgendwelchen Felssprüngen. Es ist aber so, da können wir euch beruhigen, ein Mangel an Schnecken ist nicht wirklich vorhanden. Also Schnecke ist gut bestückt, sag ich mal, von der Menge. Das, was entnommen wird, ist sehr überschaubar im Vergleich zu dem, was sich vermehrt. Ja, und man muss bedenken, die vermehren sich auch, ne? Also viele vermehren sich im Aquarium auch. Jetzt nicht die Rennschnecke und sowas, ne? Genau, weil ja gerade erwähnt, ne? Alle, die in diesem Larvenstadium, könnt ihr quasi abhaken, die nicht, ne? Aber ansonsten, von einer Posthorn bis zu einer Raubschnecke geht das eigentlich ganz gut. Was noch interessant ist bei den Geschlechtern selber, ne? Da gibt es im Prinzip ja so zwei so grobe Unterscheidungen. Ist das so? Ja, kann man sagen. Du meinst hier, das, was ich gerade erwähnen wollte, wo du mich ausgebremst hast? Soll ich das jetzt sagen? Ja, sag das ruhig, hau raus. Zwitter? Was ist das andere? Sag mal. Männchen und Weibchen. Männchen, Weibchen, Zwitter. Sind das nicht drei Unterschiede? Du hast ja jetzt gerade Männchen, Weibchen, Zwitter gesagt. Männchen, Weibchen ist quasi die klassische Form, wo ich zwei Geschlechter brauche. Ja, natürlich. Zwitter ist so, dass das Tier es quasi in einem erledigt. Das kann man quasi sagen. Ja, schön. Und dann gibt es noch einen Unterschied bei der Atmung. Achso, du meinst Lungenatmer und so was, ne? Mhm. Und Kiemenatmer. Genau. Da gibt es ja auch was, ja. Stimmt. Das ist echt spannend eigentlich, ne? Weil viele werden das vielleicht von euch gar nicht wissen. Es gibt dann Schnecken unterschiedliche Aufnahme der Luft. Ja, ja, das ist schon richtig, ne? Sieht man das auch in den Tüten? Ich glaube nicht, ne? Nee, bei denen jetzt hier im Transport nicht so wirklich. Also aber die sind eigentlich sehr ähnlich verpackt. Man kann quasi sagen, ne? Kenne aber auch Großhändler, die zum Beispiel manche Schnecken tatsächlich fast ohne Wasser transportieren. Das kenne ich auch. Ne? Zähl mal Schnecken, so 1000 Stück in so einer Box, da ist quasi nur Wasser drauf zum Feuchthalten, genau, aber kein Wasser selber. Hat aber einen praktischen Grund, es geht für den Transport gut, aber sollte da was kaputt gehen. Ja. Und ich habe 1000 Schnecken in einer Box und die sitzen alle im Wasser. Dann habt ihr sehr schnell statt 1000 Schnecken exakt so viele. Und damit das nicht passiert, hat man da eben wirklich nur Feuchtigkeit, dass wenn da was kaputt geht, sagen wir es mal so, das Gros noch lebt. Ich sag immer sehr gerne, damit sie nicht ertrinken. Auch das ist ein Argument, tatsächlich. Ja, damit sie nicht ertrinken, tatsächlich, ja. Man muss nämlich wirklich sagen, die Kiemenatmer, wie der Name schon sagt, Kiemen wie beim Fisch, die holen sich unter Wasser den Sauerstoff über die Kiemen
Mhm. Die brauchen auch eine regelrecht sauerstoffreiches Wasser, glaube ich, ne? Ja, also, ne? Bewegtes Wasser etc. Genau, die brauchen da einfach mehr Power. Die Lungenatmer, die können auch in schlechteren Sauerstoffwasser, sag ich mal, vorkommen, weil die können natürlich selber dann irgendwie hoch. Die können Luft holen. Genau. Ja, die haben dann wie so ein U-Boot-Rohr, ne, was da rauskommt. Und dann tanken die auch. Ich stell mir das gerade vor, wie, so wie die so ein Luke auch. Einmal Luft holen. Captain Schnecke kommt raus und lüftet einmal, weißt du. Ja. Genau. Also das ist so im Prinzip erstmal ganz grob, wie gesagt, dieser Unterschied, wo man sagen kann, da gibt es einfach krasse Unterschiede. Natürlich auch bei dem, was die fressen, aber das sind erstmal die groben Unterschiede. Okay. Boah, ich habe jetzt gerade Bock, die mal, ich will die mal angucken. Kommen wir erstmal am Punkt. Bist du jetzt zum Punkt gekommen? Jetzt geht's los. Jetzt gucken, was der Herbert uns hier geschickt hat. Wir fangen an mit einem Klassiker und wir teilen uns den. Ach, guck mal. Möchtest du? Oh, ich möchte die Süße, Helena. Das ist so bald gleich, oder nicht? Ja. Also das ist diese neue Farbform, die ich mal letztens gesehen habe. Ja. So Gold, ne? Genau. Diese Farben schwarz-gelb sprechen mich in Dortmund immer sehr an. Hm? Ach, Mann. Jetzt erzähl doch mal was zur gemeinen Raubschnecke. Ach, das klingt so brachial. Ja, ist aber auch so. Was ist das denn für eine Schnecke, Raubschnecke? Das ist so, ja, Überfall, rückt das Futter raus. Nö, die kriegt durch den Boden und sucht sich die ganzen am Boden lebenden Schnecken. Was? Und dann schnappt sie sich die und geht in die rein und lutscht die aus. Ja, ist so. Das ist ja wie so ein Splatterfilm. Ja, aber ist so. Deswegen heißt die ja Raubschnecke. Stimmt aber. Die ist räuberisch, ja. Die Anentomea Helena, die mittlerweile Clea Helena wohl heißt. Was? Ja, es ist so lateinisch, erinnert sich ab und zu mal bestimmte Bezeichnungen. Und da ist es so, die hat also eine andere. Ich habe gedacht, die wurde nach der Helena Bezeichnung benannt. Bekommt, ja. Die Helena Fischer, ne? So ähnlich, ja. Nee. Bei denen ist es so, das ist eine Schnecke, wie der Philippe schon sagt, eine Raubschnecke. Und das ist wirklich spannend, weil diese Schnecke andere Schnecken futtert. Und am liebsten futtert sie andere Schnecken, die möglichst kein so gutes Operculum, also nicht so einen Deckel haben, der so massiv ist, sondern die eher offen liegend sind. Mhm. Posthornschnecken zum Beispiel sind da schon etwas anfälliger. Die sind da der Schnellopfer. Genau, das finde ich richtig gut. Und man kann sagen, große Raubschnecke frisst große Schnecken, kleine Raubschnecke frisst kleine Raubschnecken. Also die Baby-Raubschnecken zum Beispiel fressen sehr kleine Jungschnecken, was aber besonders effektiv ist, weil man dann quasi auch positiv die einsetzen kann. Aber auch die Schnecken fressen Futter. Absolut. Proteinreiches Futter. Proteinreiches Futter. Können sich auch sehr gut vermehren. Ja. Kann ins Uferlose gehen, wenn man sein Aquarium nicht ordentlich pflegt. Genau. Na? Das heißt, man nimmt sie für die Plage und dann werden sie zur Plage. Genau, die kommt aus Südostasien und die wir euch jetzt hier zeigen, bei denen ist es so, da haben wir zwei verschiedene Farben. Die schwarz-gelbe ist die klassische Naturform. Ah, ich finde die gelbe geil. Der andere, diese gold-gelbe, das ist eine Zuchtform. Also die kommt in der Natur so nicht vor. Aber die fällt natürlich auch ein bisschen auf. Das sind Lungenschnecken. Also tatsächlich, die können hoch und holen sich da mal eben Luft. Genau. Ja, tun sie auch, ne? Und was sehr interessant ist, die haben eine Eiablage. Die legen also wirklich nur wenige Eier. Es ist Männchen-Weibchen hier. Man kann keine Unterschiede erkennen. Das ist bei vielen Schnecken so, dass man keinen Unterschied erkennen kann. Aber es gibt Männchen-Weibchen. Aha. Guck mal, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ne? Und die legen tatsächlich das nur... Habe ich was gelernt jetzt. Ja, pass auf, die legen nur 1 bis 2 Eier, die Mädels. Also wirklich wenig. Aber wie oft? Ja, also gar nicht mal so häufig, langsam aber stetig, aber wie du schon sagst, wenn man die jetzt füttert mit proteinreichem Futter und diese ihren Bedarf nicht nur über die Schnecken denken, sondern wirklich gezielt gefüttert werden, dann ist die Vermehrung am Ende doch schon enorm, aber bei weitem nicht so wie mit manchen anderen Schnecken. Manche andere Schnecken kriegen 200 Eier, können die pro Ablage werfen und machen, das ist hier eben nicht der Fall. Ja, also es dauert, bis es zur Plage wird, tatsächlich, aber es kann passieren. Und mit diesem Überfall, was der Philippe sagt, ist wirklich spannend, weil die Schnecke hat zwei verschiedene Tentakeln hier vorne quasi und es ist so, die hat quasi wie so ein Giftrohr und die sucht sich das Opfer, bohrt das an, genau, injiziert quasi dann in das Opfer ein Gift und lähmt dieses Opfer. Und anschließend fängt sie an, es dann leer zu saugen. Also ein ziemlich qualvoller Tod. Nein, ist nicht für uns gefährlich. Ne? Genau, die Mutter Hilfe ist fertig. Also für uns ist alles okay. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ihr müsst jetzt nicht mit Schutzhandschuhen ins Aquarium oder mit dem Ganzkörperanzug. Alles wird gut. Aber es ist doch enorm, was die Natur bei so einem kleinen Tier doch aufwartet. Ne? Wobei ich erwähnen würde, ich finde die nicht so geil, wenn du irgendwie einen Bodendecker hast in einem Aquarium. Weil die sehr viel auch durchwühlen und so. Ne? Ja, die gehen, also die sind jetzt nicht so schlimm wie andere. Ja, bekannte Schnecken, so groß, ne, halt, ne? Aber tatsächlich, wenn sie dann ein bisschen mehr wären, dann kannst du halt, wenn du irgendwie ein HCC hast, was eine super kleine Ankerwurzel hat, nur im Boden, blub. Man kann jetzt auch sehr schön sehen, die hat hier vorne so einen kleinen Rüssel und läuft die gerade schon an der Scheibe lang. Und das ist auch so charakteristisch, dieses Röhrchen, was vorne hochgeht, das sieht halt sehr, mega schön und witzig eigentlich aus. Guck mal, die präsentiert sich. Und geile Schnecke. Ja, und die können damit auch vorne mit diesem Fühler quasi riechen. Also die nehmen unter Wasser Beute auf, die können Futter riechen und sich daran orientieren. Das funktioniert bei den ganzen Schnecken mehr oder weniger. Schnecken haben auch Augen sitzend. Unterschiedlich die Position, je nachdem, was es für Schnecken sind. Aber die können auch, sag ich mal, zumindest zwischen hell und dunkel unterscheiden.
Ja, also die können also wirklich bestimmen, ob es Tag oder Nacht ist. Ich habe das Gefühl, dass du viel gelesen hast vorher. Habe ich. Wir haben auch hier eine Menge Zettel liegen. Also als ich die Latten da dran geschraubt habe. Der Philipp hat heute draußen die Hauswand da malträtiert mit richtig schönen Leisten. 1A. Und derzeit habe ich schon mal ein bisschen was ausgedruckt. Ansonsten muss man zu der Helena noch sagen, dass diese grundsätzlich keine problematische Schnecke ist. Das heißt, sie wird nie zu einer wirklichen Plage. Aber solltet ihr Schnecken natürlich haben, die euch mengenmäßig ärgern, also wie gesagt, nicht alle Schnecken sind nützlich, aber die euch mengenmäßig ärgern, dann ist natürlich diese Helena-Schnecke eine natürliche Gegenvorsorge, die das Gleichgewicht hält. Das ist für manche komisch, ne? Ich habe Schneckenplage, ich nehme jetzt eine Schnecke, aber tatsächlich helfen die. Es ist wie Tiere in der Natur, ne? Teilweise hast du einen Förster, der muss bestimmte Tierbestände reduzieren, weil die sonst vielleicht zur Plage werden, weil sie vielleicht auch eingeschleppt wurden. Ja, klar. Oder weil eben natürliche Fressfeinde mittlerweile fehlen, ne? Wie klassisch früher, wo man sagte, der Wolf ist nicht mehr da und so. Ne? Und so ist es halt, das sind so Tiere, die in der Natur auch ein Stück weit ein Gleichgewicht halten. Das könnt ihr auch so einsetzen, genau. Ansonsten, ja, raubt die Fische, raubt die Garnelen. Es ist kurioserweise so, dass tatsächlich es Berichte gibt, die davon erzählen, dass die auch mal eine Schnecke, also diese Schnecke auch mal eine Garnele erbeutet oder auch einen am Boden sitzenden Fisch. Aber die fressen eher Aas. Also genau. Ich sehe die tatsächlich sehr oft dann auch auf veränderten Tieren mal sitzen, die sie dann vertilgen und so. Genau, super, super selten. Also das kann man wirklich vernachlässigen. Aber die Zusammensetzung mit anderen Schnecken ist heikel. Nicht unmöglich, da kommen wir gleich noch zu, aber ist heikel. Wir würden jetzt erstmal pauschal eher von guck mal, wie die durch die Gegend tigern. Ja, man könnte fast sagen, es ist eine Rennschnecke, aber es ist keine. Die sind schon flink. Die sind nicht langsam. Also du kannst denen zusehen. Wie die schöne Schnecke. Ja, schöne Schnecke. Okay, jetzt geht's weiter mit der Kliton, der Geweihschnecke oder auch Hörnchenschnecke genannt. Aber Nils, du hast mir da was ganz Interessantes vorher erzählt. Ja? Möchtest du das nicht auch mal in die Kamera erzählen? Was habe ich erzählt? Über die Geweihschnecke. Ich habe es über die Geweihschnecke erzählt. Mit der Farbe. Das war aber gar nicht Geweihschnecke, das war die Stadionschnecke. Dass die Farbe verändern. Ah, ja, das meinst du jetzt? Das fand ich schon sehr nice. Genau, also wir haben natürlich ein bisschen recherchiert und dabei ist uns was Tolles aufgefallen, beziehungsweise ich habe es entdeckt und Philippe erzählt und Philippe sagte, Mensch, mega, das müssen wir doch auch mal irgendwie mit einbauen. Es ist schon irgendwie spannend. Ich fand es interessant. Geweihschnecken gibt es verschiedene und wir haben hier auch verschiedene bekommen. Das zeigen wir euch gleich. Die unterscheiden sich in Zeichnungen oder in Farbe. Ich habe auch schon Leute gehört, die sagen dann zu Schnecken, die gar kein Geweih haben, auch Geweihschnecke. Genau, weil die haben auch nicht immer ein Geweih. Nämlich die Geweihschnecken aus der Natur haben meistens das Geweih. Die im Prinzip im Süßwasseraquarium gehalten werden, haben meistens das Geweih nicht oder nur sehr ganz klein. Die haben sich die Hörner schon abgestoßen. Genau, weil ich auf zu viele Geweihschnecken treffe. Ne? Aber nee, ich glaube einfach, dass sich das ist jetzt meine Theorie nur, dass hier oft der Kalkgehalt und die Werte im Aquarium deutlich niedriger liegen als in der Natur. Also sind hier Calcium und so verfügbar. Du siehst ja tatsächlich sehr, sehr oft, also wenn Schnecken Mangelerscheinungen haben, sind es meistens die Geweihschnecken, die damit anfangen. Also, also oft, dass Gehäuse wird weiß, ne? Grün-weiß, genau. Öffnungen, was jetzt noch nicht dramatisch ist, aber so muss man trotzdem perspektivisch gucken, dass man was gegen tut. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Hörnchen halt, diese Zipfel da weniger werden. Aber wie gesagt, ist auch nur jetzt eine Theorie meinerseits. Aber das Spannende ist bei den Geweihschnecken, dass diese tatsächlich angeblich anhand der Beleuchtung, wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Mal ein, genau. Ja. Nach der Beleuchtung in der Lage sind, wenn ihr langfristig also ganz krass anders beleuchtet als da, wo die hergekommen sind, die in der Lage sind, die Zeichnung als auch die Färbung minimal zu verändern und zwar dauerhaft. Das ist schon, ich finde das mega interessant. Es ist ja fast hier so wirklich so morphmäßig. Was meinst du? Wir machen erst dann Erfahrung fertig, nur mit blauem Licht, dann kommt die blaue Welt. Also so krass wird es wahrscheinlich nicht sein, aber dass überhaupt so ein Tier in der Lage ist, ein Gehäuse ist ja fast wie so ein bemaltes Porzellan, genau. Dass sie das dann nochmal irgendwie revidiert oder ändert überhaupt, ist schon enorm. Ich finde schon sehr interessant. Welche hast du jetzt da von den Klitons? Kliton subgranosa. Subgranosa, ja, das ist die sogenannte Sun-Geweihschnecke, also Handelsbezeichnung Sun, wie Sonne. Here comes the Sun. Richtig. Ich habe hier eine Kliton SP. Kliton SP heißt nicht weiter beschrieben. Die heißt jetzt hier in dem Fall einfach nur Geweihschnecke Fancy. Gucken wir uns auch an. Dann haben wir noch eine Kliton SP, also ebenfalls nicht näher beschrieben als Black, also schwarz. Hier haben wir eine Kliton Corona. Eieiei, Kliton Corona. Geweihschnecke zweifarbige. Omnicon, nein. Und die ist mal amtlich winzig, möchte ich mal betonen. Also hier könnt ihr jetzt zum Beispiel mal sehen, 12 verschiedene Klitonarten, also Unterarten. Und man sieht einen ganz krassen Größenunterschied. Und manchmal kommt ja auch die Frage bei uns auf, warum sind die denn bei euch jetzt so klein oder auch so groß? Und wenn die kleinen da sind, ist der Klassiker, ach nee, die sind mir zu klein, dann komme ich nochmal ein anderes Mal wieder, weil dann sind die vielleicht größer. Ihr könnt sehr gut sehen, dass es sortenabhängig ist. Das heißt nicht, dass sie so klein bleibt, aber die wird aus irgendeinem Grund in dieser Größe quasi entnommen und gehandelt. Und die halt in der Größe. Also solltet ihr diese Sorte haben wollen, dann kommt ihr dann vielleicht in dem Fall nicht drum herum, die in so klein kaufen zu müssen. Ja? Also das macht vielleicht einen Unterschied.
großer Unterschied. Ne? Also ich kann sie jetzt auseinanderhalten. Du schon? Auch schon? Also zweifarbig ja, aber das kann man ja gut erkennen. Die Sun kann man auch gut erkennen, die Black kann man gut erkennen. Bei der anderen, die du da hattest, ist das Fancy. Die, Fancy. Die ist ganz gelb. Also fast komplett gelb. Also die hat so manchmal einen kleinen Strich drin, ja, oder zwei Striche, aber die ist sehr strahlend gelb. Okay. Und wenn du die so anguckst, auch so unten drunter, die ist sehr strahlend gelb. Schön. Bei den Kliton an Geweihschnecken ist es so, dass die den Vorteil haben, dass die im Prinzip nicht zu unkontrollierten Vermehrungen führen. Denn das sind genau diese Sorten, die ein Alkokon ablegen im Süßwasserbereich, teilweise auch im Brackwasser. Nicht so krass wie die Rennschnecken, können sie auch. Genau. Und sie fallen nicht so schnell auf, ja. Aber sie machen das und dann entsteht aus diesem Alkokon halt die Larve. Die Larve wird ins Meer gespült, entwickelt sich dort wieder zu Schnecke und kommt wieder retour. Zu erwähnen, das ist tatsächlich eine der beliebtesten Schnecken im Aquascaping-Bereich. Ja. Die wird tatsächlich immer sehr, sehr gerne gepflegt, um die Steine und genommen, um die Steine und Wurzeln zu pflegen. Also eine ganz tolle Schnecke. Genau. Die Helena, die wir ja gerade hatten, Proteinfutter quasi, Schnecken. Das heißt, die geht auch null an Pflanzen dran, interessiert sich aber auch nicht für Pflanzenkost, auch nicht für Algen so wirklich. Die hingegen, die der Philippe jetzt gerade erwähnt für Aquascape, die Kliton, die mag super gerne Algen und ja, Aufwuchs. Weil die auch klein ist, ne? Also die fällt kaum auf. Genau. Die hat halt keine auffälligen Farben, das heißt, die fällt nicht direkt auf Stein und Wurzeln auf. Wenn man jetzt nicht unbedingt Schnecken mag. Größe passt auch für kleinere Aquarien. Richtig, also kannst du auch in 20, 30 Liter reinmachen. Wichtig ist allerdings, dass die viel und gerne auch Aufwuchs fressen und feine Belege. Die sind aber noch nicht vorhanden quasi, wenn so eine Schnecke in ein ganz frisches Aquarium kommt. Deswegen definitiv unsere Empfehlung, da tatsächlich mit denen etwas zu warten und die etwas später auch reinzusetzen. Dann haben die einfach umso mehr, was die finden zum Fressen. Da wieder Männchen, Weibchen, also da gibt es wieder einen Geschlechterunterschied. Ich kann es nicht sehen, du kannst es sehen? Nee, bei denen kann ich es auch nicht sehen. Indo-Pazifik kommen die quasi her. Und es sind Kiemenatmer, ne? Unter Wasser. Genau, unter Wasser. Ja. Also das heißt, im Gegensatz zu den Helenas, die ja Lungenatmer sind, gehen die halt wirklich unter Wasser und holen sich ihren Sauerstoffbedarf weg. Das heißt, sie brauchen auch ein bisschen mehr. Und warum klettern die immer aus dem Aquarium? Manche sagen, es liegt vielleicht am Kalk, der an irgendwelchen Rändern dort sitzt und sie holen sich das weg. So ein bisschen wie eine Amano-Garnele das ja auch kann. Ich kann es nicht bestätigen, aber so soll es sein. Es gibt auch viele Schneckenarten, die wirklich gut klettern. Das werdet wahrscheinlich einige von euch auch schon diese negative Erfahrung gemacht haben. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Haben wir auch die Bergsteigerschnecke? Wir haben auch die Bergsteigerschnecke noch gleich da. Es gibt aber auch ein paar Schnecken, die das eben nicht machen, genauso effektiv sind. Das werden wir euch auch gleich zeigen. Aber wie gesagt, grundsätzlich klettern können die schon. Also die Gefahr besteht. Ne? Gerade bei offenen Aquaren. Also ich sehe meistens immer diese ründlichen Schnecken eher oben, die Spitzen unten. Das kann man schon fast so pauschal sagen. Es trifft nicht immer zu, aber sehr nicht immer zu, aber kann man schon sagen, dass es das so in die Richtung geht. Ja, grob in die Richtung geht dann, ne? Genau. Ja, also da haben wir jetzt mehrere Sorten gesehen. Von den Haltungsbedingungen her ist es so, dass diese Schnecken, die aus diesen Bereichen kommen, also sprich Südostasien, Indopazifik, brauchen in der Regel eher warmes Wasser statt kaltes Wasser. Ne? Guck dir die Klee, die ganz kleinen, ne? Ist gut, ne? Hör mal, die habe ich rechts hingesetzt, die sind schon links. Die sind schon am Laufen, ja, die sind effektiv. Und die sind noch keine 5 Minuten drin. Das täuscht wirklich. Also die Schnecke kann man kaum sagen. Was witzig ist, wenn ich die aus der Anlage raushole und die verkaufe, tue ich die nie im Messbecher. Mhm. Weißt du warum? Die sind noch nicht mal 2 Sekunden drin. Dann sind die schon in Stiften gegangen. Die sind, hängen die ja schon da drin und dann machst du den hier. Deswegen nehme ich immer die Tüte und tue die direkt rein. Hat sie dann nicht gerade 10 Stunden? Das heißt auch, darauf, bitte darauf achten, nicht kippen, einzeln rausnehmen und ins Aquarium setzen. Oder in den besagte Gefäß. Ja, in dein Longdrink-Glas da. Genau. Short-Drink. Short-Glas, genau. Ja, das waren die Geweihschnecken. Und wie gesagt, die brauchen ein bisschen Temperatur. Ne? Grundsätzlich kann man das eigentlich da bestätigen. Die brauchen Temperatur und die brauchen in der Regel auch eine bestimmte Anzahl an Mikrosiemens und einfach Calcium und Co. im Wasser. Die brauchen das für ihr Gehäuse. Also ganz so weiches Wasser, ganz viel. Und das ist auch bei Aquascaping manchmal ein Problem. Viel Zoll und Co., niedrige Werte. Das finde ich nicht ganz so sehr, toll. Sehr, sehr sauer. Genau, da müsst ihr ein bisschen aufpassen mit den Gehäusen. Eventuell ein bisschen was zugeben. Es gibt immer wieder so Vorschläge, mit Sepia zu arbeiten. Kalkhaltige Steine und so, wo die dann drüber können. Da gibt es mehrere Lösungen. Wollen wir auch gar nicht im Video jetzt weiter vertiefen. Müsst ihr euch nochmal vielleicht auch informieren und einfach schauen, was da für Tipps gegeben werden. Wir können nur sagen, es gibt Möglichkeiten. Da gibt es so viel Infos drüber, das ist der Hammer. So, die nächste Sorte, die wir haben. Faunus Arter. Faunus Arter. Was? Faunus Arter, so heißt sie. Faunus Arter? Ah, Philippe, wir haben noch einen vergessen. Was denn? Wir haben noch einen vergessen. Was denn? Stopp, stopp. Was? Noch kein Faunus Arter. So. Haben wir noch eine Geweihschnecke? Wir haben noch eine Geweihschnecke. Ja, geilomat. Kliton Soverbianum. 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 Genau, mein Gott. Soverbianum. Genau. Das sind tatsächlich die, die du so am meisten kennst, ne? Die so leicht rundlich sind. Ja. Mit gleichen Gehäuseschäden.
würde man sagen. Natur, ne? Ja. Ist halt so aus der Natur, ne? Genau, wie das nachzuchten ist. Setzen wir eine rein. Auch da nochmal, weder im Labor noch in irgendwelchen privaten Zuchtprojekten sind bis dato so wirklich bekannt, dass da irgendwelche Nachzuchten erfolgreich geglückt sind. Also von daher, wenn man so die Schnecken untereinander betrachtet, stellt man fest, dass es teilweise optisch sehr krasse Unterschiede gibt. Und manchmal ist es so, dass die Unterschiede sehr ganz, wirklich ganz, ganz klein ausfallen. Und auch Biologen und einfach generell diejenigen, die solche Schneckenarten bestimmen, orientieren sich teilweise sogar an diesen besagten Chitinzähnen von der Radula, also von der Zunge. Man kann nämlich über diese Zähne, über diese Menge der Zähne, Länge der Zähne, das ist so ein bisschen wie ein Fingerabdruck beim Menschen, kann man Unterschiede feststellen. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil da eben Wissenschaftler die Möglichkeit haben, Abgrenzungen zu treffen. Ich höre nur Zähne. Ja. Krieg schon Zahnschmerzen. Ja, ich hole die Bohrer raus. Ja. Aber die hatten wir ja schon mit dem Bohrer, die Schnecke. So, Philippe, weiter geht's. Ja. Faunus-Arte habe ich hier. Faunus, der sogenannte Teufelsdornschnecke. Faunus. Genau. Teufelsdornschnecke? Kommt aus Südostasien, wird ein bisschen größer. Das ist bestimmt mal was Spitzes, ne? Teufelsdorn ist, das ist auf jeden Fall was so, Spitzes. Ne? Ach ja, die kenne ich doch. Ja, genau. Die kenne ich doch. Cappuccino-Schnecke auch genannt? Ja, Adikal. Ja. Wir haben insgesamt drei verschiedene, nämlich Faunus-Arte. Also ich, wie gesagt, ich kenne die vom Sehen her schon einige Jahre. Ja. Mal mehr, mal weniger sehe ich die in den Handlungen, auch bei ja. uns. Ja. Soll angeblich ein Algenfresser sein? Stimmt das? Also ich habe hier notiert, ist ein Allesfresser, frisst auch Algen, ist immer ein Allesfresser. Wird tatsächlich, wie du schon sagst, deutlich größer. Bei denen ist es so, man sieht das ja auch schon an der Tütengröße. Die Faunus-Arte ist schon wirklich ganz spannend, weil sie ist die einzige Art ihrer Gattung. Du hast ja sonst, sag ich mal, bei den Kliton ja zig verschiedene Varianten jetzt gehabt. Ja. Das gibt es bei der Faunus nicht. Es gibt die Faunus oder die Faunus. Ende. Also schon eine Besonderheit. Das sind das alles die gleichen, oder was? Nee. Und zwar. Faunus SP, also Cappuccino-Schnecke. Warte, pass auf, ich zeig das jetzt nochmal eben mit dir. Okay. Wir haben Cappuccino, wir haben rote und wir haben schwarze. Jetzt guckt ihr euch die Schnecke an und sagt, hä? Also das ist einmal Cappuccino, Cappuccino mit Karamell, Cappuccino mit Vanille oder was? Genau. Was ist das jetzt? Es ist bei den Schnecken teilweise so, dass man über die Füße die Tiere unterscheidet, ja, also genau. Wie die Fußfarbe ist, und bei manchen auch über die Gehäusefarbe. Es ist so teilweise sehr unterschiedlich. Und das, wie gesagt, ist jetzt Cappuccino schwarz und die rote. Wir befreien die, wir lassen die raus. Ob die allerdings rauskommen, ist die Frage, weil die brauchen es meistens relativ warm. Und wenn die es nicht muckelig genug haben, direkt ad hoc, dann kann es sein, dass sie sagen, nö, ich bleib mal hier. Die Faunus-Arte sind wieder Kiemenatmer. Also muss ich noch nicht mal rauskommen. Nee, und Eilarve wieder quasi, also Ei, Kokon, Larve, Meerwasser, wieder die gleiche Geschichte. Mhm. Männlich-weiblich haben wir da auch wieder den Unterschied. Allesfresser. Also sie fressen auch Algen, aber sie fressen sehr gut auch Futterreste. Was eine Besonderheit ist, die Schnecke wird sehr alt. Wie wird alt? 8 Jahre im Schnitt. Das ist ja krass. Für eine Schnecke viel ja schon sportlich. Das ist krass, 8 Jahre. 8 Jahre ist wirklich lang. So lange manche noch nicht mehr das Aquarium. Nee, genau. Jetzt kommt eine, die erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an dich. An mich. Ja, Philippe und so. Und die heißt Philopaludina. Philopaludina. Genau, Philopaludina SP, also quasi wieder ja, beschrieben. Ist eine, kann man auch nicht so leicht beschreiben. Nein, natürlich nicht. Ne? Redline-Schnecke ist eine Sumpfdeckelschnecke. Oh, cool. Südostasien, eine Lungenschnecke, also wieder hoch. Also sie geht spazieren, ne? Genau. Und jetzt kommt eine Besonderheit, die ist lebendgebärend. Das heißt, da kommen fertige, laufende Schnecken raus. Das ist schon geil. Ja, das ist quasi eine Schneckenfabrik. Ja? Also, ich finde Schnecken immer geiler. Genau. Männlich-weiblich ist es da auch wieder so die Geschichte. Aber bei der Schnecke gibt es eine Besonderheit. Was denn? Man kann die Geschlechter unterscheiden. Das soll ich jetzt erraten, oder nee, was? Nee, kannst du nicht, wäre ich zu gemein. Also, die Mädels, die haben 2 dünne Fühler. Und bei den Männchen ist es so, die haben einen dicken und einen dünnen Fühler. Und daran kann man die unterscheiden. Und es gibt noch einen großen Unterschied. Das hast du jetzt gerade gesagt, nochmal. Also, die Mädchen haben 2 dünne Fühler. Aha. Und die Jungs haben einen dicken und einen dünnen Fühler. Nicht 2 dünne, sondern dick und dünn Fühler. Das ist die Unterscheidung. Interessant. Und was auch sehr spannend ist, und ist auch ein bisschen schwierig für euch in der Haltung, das ist eine filtrierende Schnecke. Das heißt also, die kann ich nicht mal eben so füttern mit dem Fütterchen, was da am Boden liegt, sondern was braucht ihr so im Schnitt? Staubfutter wahrscheinlich. Staubfutter. Genau, Plankton irgendwie so weiter, was ja, genau. Wasser gibt. Also so ein bisschen wie bei so einer Fächergarnele, die muss quasi das filtrieren und sich so reinziehen. Aber sie filtriert also, aber Fleischfresser? Nee, also steht nur filtrierend, nimmt also alles auf, was im Wasser rumtreibt. Also auch so kleine Nauplien und so. Wahrscheinlich. Kleinstlebewesen. Das muss wirklich kleinst sein. Ich denke mal eher so. Die ist schon schön. Ja. Also ich. Rädertierchen und sowas wird wahrscheinlich hier auch verfuttern. Wahrscheinlich, oder ja. Bei denen ist es aber so, dass bei den filtrierenden Schnecken ist häufig so, dass sie auch Nahrung regulär aufnehmen können.
aber eben würden ihren Bedarf damit nicht decken. Das ist quasi nur so Brot on top. Die brauchen im Prinzip wirklich zum Filtrieren das Wasser und genug Nahrungsangebot. Schwierig im Aquarium, habt ihr also eine sehr feine Filterung, ne, mit so einem Diatomenfilter oder mit so einem Feinfilterfließ oder wie auch immer, sehr stark überfiltertes Aquarium. Diatomenfilter? Hm? Was hast du jetzt gerade? Heißt du nicht so Diatomenfilter? Ich glaube, das heißt anders. Diatomikfilter. Aber ist egal. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Erzähl weiter. Also wenn du da wirklich Feinfilterung habt, das einfach so, dass die einfach nicht genug Nahrung bekommen. Ja, da muss man wirklich aufpassen. Das ist ein Schneck für Spezialisten, kann man eigentlich sagen. Finde ich schon interessant. Ja. Das hört sich schon cool an. Finde ich auch wirklich cool. Das ist im Prinzip diese Sorte. Ich habe auch keine andere vergleichbare. Die haben wir jetzt so bekommen. Aber also einzigartig. Also zumindest von der Lieferung, die wir gekriegt haben. Jetzt kommt ein absoluter Klassiker. Nein, es ist keine Blasenschnecke. Es ist auch keine normale Turmblätterschnecke. Genau. Es ist die Posthornschnecke. Ja? Geht die Post ab. Sie haben Post. Genau. Ja, kennt man, ne? Gib ich dir mal. Kennt man, ne? Genau. Gibt es verschiedene Farben mittlerweile von? Die häufigsten sind blau und rot, ne? Die blau und rot, genau. Die man so im Laden sieht. Ja, die wir jetzt hier haben, sind rosa-pink, rot-orange und blaue. Durch Selektion meistens und so wird dann diese Farbe gefestigt und diese Zucht quasi gemacht. Bei der Sorte ist es anders. Hier haben wir nicht Männchen, Weibchen, sondern wir tatsächlich Zwitter. Ja. Und es sind alles Fresser. Das heißt, sie futtern alles weg, auch sehr gut Futterreste. Fressen aber keine Pflanzen an, außer ganz frische Triebe von ganz wenigen Pflanzenarten. Ansonsten sind die da echt lieb. Kommt ursprünglich aus Florida, die Urform. Und die Urform war braun. Einfach braun. Das sind so die 0815 Postwand. Und dann kam der Mensch. Und dachte sich, das geht noch schöner. Das geht schöner. Ja, genau. Lungenschnecke, also muss wieder hoch und legt halt klassisch Eier ab. Siehst du auch sehr cool hier, weil du hast die hier oben am Rand hängen. Ja, ne? Machen die ganz locker flockig. Ne? Ja, die sind da hochgekrochen. Die anderen sitzen schön im feuchten Nass. Ne? Genau. Und die sind tatsächlich hoch. Also bei dir sieht man das noch besser. Guck dir mal an. Ja, ganz extrem. Bei dir sieht man noch besser. Schon. Und die legen halt Eier. Das heißt, hier haben wir nicht dieses Larvenstadium, das ganze Prozedere, sondern eine ganz klassische Schnecke, die im Süßwasser sich hervorragend quasi vom Ei zur Schnecke direkt entwickelt. Lateinisch gibt es mehrere Bezeichnungen dafür, je nachdem wie alt oder wie neu die Bezeichnung ist. Helisoma, Anceps haben wir stehen. CF heißt so viel so wie Anceps. Sie wird aber auch genannt Planorbella durii oder durii. Das ist wie gesagt auch die Geschichte, dass oft in der wissenschaftlichen Bezeichnung sich einfach Sachen ändern und Tiere umbenannt werden über die Jahre und neu quasi eingruppiert werden. Und so ist es auch bei der, dass es da einfach Änderungen gab. Ist eine recht robuste Schneckenart, muss man sagen. Ne? Und die kann man wirklich easy halten und auch von der Temperatur 15 bis 28 Grad. Also auch wenn ihr es nicht so warm habt, könnt ihr die sehr gut halten. Habt ihr aber dazu viel Nahrungsangebot, dann wird es auf jeden Fall eine Platte. Ne? Ja, dann wird es echt eine Menge. Ja. Das wäre eigentlich das perfekte Opfer für die Jetzt Hände, weiß ich auch, warum der Uwe kein Aquarium mehr hat. Der hat immer Posthornschnecken mitgebracht. Jetzt weiß ich, warum der es auch hat. Der hat mir das weggefressen. Der ganze mehr da. Nur Posthornschnecken. Genau, mehr als Wasser. Uwe, du. Mann. Eine Schnecke haben wir übrigens, möchte ich am Rande schon mal erwähnen, während der Philippe auspackt. Da haben wir heute leider nicht bekommen, aber die werden wir bestimmt nochmal bekommen. Das war die Yoda-Schnecke. Lymnaea stagnalis. Das ist eine Schnecke aus Mitteleuropa. Das ist eine Lungenschnecke. Und bei der ist eine Besonderheit. Schnecken mögen musst du. Ne? Die frisst Hydra. Geil! Ja, das ist eine Schnecke, die Hydra frisst und Yoda-Schnecke, weil die tatsächlich das Gesicht, sag ich mal, vorne mit den Fühlern ein, sieht wirklich so ein bisschen aus wie Yoda, ne? Von dem besagten Film. Aber leider nicht mitgekommen. Ne? Vielleicht beim nächsten Mal. Meinst Disney weiß das? Deswegen ist sie nicht mitgekommen. Jetzt kommt eine Schnecke, die findet der Philippe, glaube ich, richtig gut, ne? Mhm. Und? Willst du es verraten? Was denn? Deine Lieblingsschnecke? Ich habe eine Lieblingsschnecke. Klar. Erzähl doch mal. Okay. Was ist ja meine Lieblingsschnecke? Ach, die! Ja, jetzt sicher die Jutta. Jutta. Ach, die. Oder fast wie Jutta, genau. Neritina Juttingae. Ach, das ist doch die. Das ist doch. Sogenannte Hornschnecke. Ja, die ist schon geil. Das ist gut, recht, ne? Die finde ich wirklich schön. Das ist die auch so ein bisschen aussieht wie ein Tannenzapfen von der Struktur. Ganz stark strukturiert, ne? Und, ich glaube, das war auch die auch so ein bisschen härtere Algen frisst und so. Ne? Genau, weil die frisst wirklich auch Algen weg, die sonst eher hartnäckig sind. Ne? Wo die anderen sagen, oh, die will ich nicht, da geht die noch dran. Das Coole ist, dass du tatsächlich die Schnecke auch tatsächlich in etwas saureren Aquarien halten kannst. Genau, pH, ne? Unter 7 also, mag die auch schon teilweise. Wo andere Schnecken sagen, Häuschen, ich löse mich mal auf. Genau. Sagt die, okay, ich kriege mal los. Ja, ist wirklich so. Und Klettern, ein Riesenvorteil, ne? Ja, ich glaube, die kommt nicht raus, ne? Das ist eine der wenigen Schneckenarten, gerade bei den Neritina und Co., die einfach Schnecken eher verabscheut. Schnecken verabscheut.
ja. Schneckenhasserin. Nee, ja. Die also wirklich unter den Schnecken überwiegend einfach sagt, ich bleib im Wasser und kletter nicht raus. Und das ist natürlich klar, Kiematma logisch, kann man sagen, ja, das ist ja logisch, aber das ist nicht bei allen Neretina an so. Es gibt viele, die auch gut rausklettern können und sie bleibt wirklich gerne die drin. Die ist so sexy, ne? Ich finde die auch gut. Die ist so sexy. Ich glaube, die zeigen wir nicht. Die ist einfach zu special. Die können die wir einfach wir nicht, nah, können weil wir die sind alle meine. Ja, sonst werden die nur alle gekauft. Dann kriegst du keine mehr, ne? Merkt euch den Namen, Hornschnecke, ne? Also klassische Vermehrung, hier wieder Eikokon, Larve, Meer und dann Retour. Heißt aber auch, diese Schnecke ist wieder eine von denen, die ihr leider nicht in eurem Aquarium zur Vermehrung bringen werdet. Ne? Muss man einfach wissen. Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Ne? Borneo, ne? Schöne Gegend, kommen ja auch die Butze für Landren her, da kommt die ursprünglich eben her. Finde ich richtig, richtig schön, die Schnecke. Leider auch nicht immer zu bekommen. Aber Aquarium Dietzenbach, der Herbert, der hat wirklich eine riesen Auswahl. Herbert ist der Hammer. Also wirklich, also, die Auswahl an Fisch ist krass und gerade bei niederen Tieren, muss ich sagen. Herbert, du Schnecke, du hast sie drauf. Ja. Und auch mehr sehr schöne Fotos, muss ich sagen. Die macht die mir auf der Chris Lukaub. Und der Chris, der hat es wirklich drauf, was fotografiert. Also, der ist ja wahrscheinlich auch alle Chris kennen. Ist ja auch Mr. Wirbellos, ne? Also, und vor allem Mr. Fotografie. Das hat er wirklich. Das hat er drauf. Gut drauf. Ist ein geiler Typ. Ja. War auch schon mal bei uns. Der tolle Haare. Hm? Ja, das. Der Steffi? Jetzt kommt gleich wir kommen gleich zu einem Klassiker. Was denn? Wir kommen zum Klassiker, pass auf. Muss man da mal was zu sagen? Sie wird genannt Military Snail, sie wird genannt Stahlhelmschnecke. Sie hat viele Bezeichnungen, manche nennen sie auch nur Anthrazitnapfschnecke. Neretina polygera. Nennen wir sie einfach Helmschnecke. Genau. Bei diesen ganzen Helmschnecken oder auch bei diesen anderen Sorten, die wir euch gerade gezeigt haben, gerade bei denen, wo das Gehäuse so gut über den Fuß geht, ist natürlich immer ein Riesenvorteil für die Schnecke. Weil die hat einfach einen guten Schutz. Ja. Da habt ihr irgendwelche Fische, die gerne mal an eine Schnecke gehen wollen und die Schnecke ist Gefahr, sag ich mal, irgendwie in Gefahr. Wieder hier bei der als bestes Beispiel. Schnell da reingezwackt, hier oben beschädigt. Großes Problem für die Schnecke. Bei diesen Schneckenarten ist es so, dass sie halt einen sehr, sehr guten umlaufenden Schutz haben. Und das macht natürlich einen riesen Vorteil für die. Ist ja einer auch meiner Lieblingsschnecken, ne? Die findest du gut, ne? Vermehrt sich nicht. Genau. Macht auch diese Kokons, aber ja, halt nicht so krass. Wenn, legt die eher am Kumpel ab, ne? Am Schneckenkumpel. Ja, ist wirklich so, ne? Nee, auf der Schneckenkumpel kleben die Kokons drauf. Die sind halt mega, auch mega gut im Vertilgen, ne? Von Aufwüchsen und so weiter. Ich finde die richtig krass. Auch wieder Südostasien, auch wieder Kiematma, das gleiche quasi. Was auch wie bei schön der finde, jetzt erzähl. Jetzt erzähl. Komm. Jetzt erzähl. Soll ich ihn raushauen? Flex mal. Ich fand es wirklich bahnbrechend, ja. Hier bei unserer Recherche fiel auf, dass diese Schnecken häufig so einen Glanz auf dem Gehäuse haben. So wie poliert. Die sind so richtig schön schwarz-braun und dann wie poliert. Da kommt so ein Anthrazitschimmer mal durch. Ja, das sieht genau. Schon geil aus. Das sieht so ein bisschen aus wie Shellac oder so. Shellac. Jetzt haut aber und ja, nach unserer Recherche ist es so, dass tatsächlich ein bakterieller Film ist, den die Schnecke quasi innehat. Oben drauf liegt dieser bakterielle Film. Dieser bakterielle Film schützt die Schnecke vor Korrosion. Das ist quasi eine Schutzschicht. Sei doch ehrlich, der Dietzenbach sitzt im Kellerchen und poliert die alle vor mir, bevor die verschickt. Mit Schuhcreme, ja, wird aber auch poliert. An der Maschine wird ja mal geschliffen. Ja, genau. Nein, ist schon interessant. Ich finde es richtig cool. Genau, also das ist wirklich irgendwie eine tolle Sache, wo die Natur wieder irgendwie wohl zeigt, dass die sich ineinander, irgendwie Sachen ineinander greifen. Ne? Was die Natur so drauf hat. Die werden auch relativ groß und auch die können relativ alt werden. Fressen keine Pflanzen in der Regel, aber sehr gute Algenvertilger. Ja, mega, mega. Ein Klassiker, kann man wirklich sagen, ne? Angefangen hat es eigentlich bei den Algenvertilgern vor einigen Jahren zuerst mit der Zebra-Schnecke. Also ich würde sagen, also die gibt es noch gar nicht so lange im Handel. Nee, würde ich auch sagen. Noch nicht mal 10 Jahre. Also ich meine, die so 2012, 13, 14 sind so erst immer aufgetaucht. Also die ersten waren die Zebra-Schnecken eigentlich. Ja, so also Nano, ne? Geweihschnecken, Zebra-Rennschnecken. Ja, da Posthorner gab es schon. Da gab es auch überall die Apfelschnecken. Jo, das war noch Zeit, ne? Diese dicken Eierplagen oben außerhalb, also diese Trauben. Auch die Schnecken, die gleich noch kommen, sind spannend, weil die sind noch gar nicht so lange auch auf dem Markt verfügbar. Aber kommen wir gleich zu. Hm? Guck dir mal an. Ja. Schnecken. Was für Ferkel, hm? Wieso? Die haben sich doch nur gern. Meinst du, die machen schon quasi die Eiablage? Die bereiten da was vor. Die bereiten was vor. Die haben da was vorbereitet. Gibst mir mal ein Gummi? Bei denen ist es auch so, wenn ihr so einen Eikokon oben drauf habt, klimmt es, wenn es geht, nicht ab. Weil ihr beschädigt natürlich dann auch zwangsläufig oben diesen bakteriellen Film, die Schutzschicht der Schnecke. Also, nicht machen. Ich glaube, das ist auch so ein Kalkskelett, also Aufbau. Ja. Ich glaube, das löst sich auch irgendwann. Das wird ja auch immer weniger. Also das bleibt ja nicht für immer so. Manche Schnecken sind auch so, dass sie über die Oberflächen drüber gehen und solche Eikokons später quasi wieder aufnehmen und die wieder als Nahrung verwerten. Ja, also das können die dann immer wieder auch für sich nutzen. Wir haben auch noch zusätzlich gemischtfarbene von den Napfschnecken. Ach ja. Das heißt, es gibt nicht nur Black, sondern es gibt auch gemischte Farben. Ja, der Dietzenbach hat keine Schuhcreme mehr gehabt. Ja, ist auch gegangen, ja. Oder es waren die für die Lederschuhe. Aber jetzt guck doch mal da, dann sieht genauso aus, als ob da einer nur die Hälfte poliert hätte. Ja.
Dietzen, der Dietzenbach wieder. Schlawiner. Ich finde das geil. Ja, super. Guck mal her. Tolle Tiere. Hm? Das ist auch ganz spannend, weil manche Schneckenarten ja sehr straight sind von der Farbe her, wo man sagen kann, die sehen eigentlich fast immer ähnlich aus. Ja? Es gibt aber auch ein paar von den Sorten, wo es wirklich krasse Unterschiede gibt, also in der Gehäusezeichnung und Farbe, obwohl es eigentlich die gleiche Schnecke ist. Und es gibt manchmal auch ganz praktische Gründe, warum das überhaupt entsteht. Und da kommen wir auch gleich im Anschluss zu. Bevor es aber damit losgeht, zeigen wir euch jetzt noch eine musikalische Schnecke. Die E-Gitarrenschnecke. Fast, die Pianoschnecke. Ah. Bei der Pianoschnecke ist es ziemlich krass, weil die hat sehr viel verdaut hier natürlich. Hier ist super viel Kleinsediment drin. Könnt ihr euch vielleicht auch angucken. Die sieht aber auch der Sumpfdeckelschnecke sehr, nicht Sumpfdeckel, wie heißt nochmal? Und das hier ist übrigens eine Sumpfdeckelschneckenart. Die sind aber eine Spitzschlammschnecke mäßig. Genau, ja. Genau. Na, die sind dann meistens sehr veralt und schäbig von der Optik her, aber sie sehen sehr, optisch sehr ähnlich. Aber die haben eine schöne Gehäusezeichnung. Ich finde die mega, die sind ganz toll und die vermehren sich halt geil auch, ne, im Aquarium. Das Spannende ist, dass dieser Fuß und dieser Deckel, das ist alles sehr tief liegend in dieser Schnecke. Mhm. Also nicht vorne frontseitig, sondern ganz weit hinten reingezogen. Ja, Südostasien wieder Herkunft. Wir haben wieder Kiematma. Thalia naticoides ist der lateinische Name. Und bei diesen Pianoschnecken ist es so, dass das wieder Lehmgebärende sind. Aber die kriegen im Schnitt nur ein Junges alle paar Wochen. Also super, super schwierig in der Vermehrung. Da passiert nicht viel. Also seid lieb zu den Babys. Es geht nicht oft welche. Genau. Und bei denen ist wieder so Männchen, Weibchen. Also da ist es so wieder bei den Napfschnecken. Wir haben also beide Geschlechter vertreten. Aber beim Futter wird es schwierig. Das ist nämlich wieder ein Filtrierer. Und filtrieren ist wirklich schwierig beim Füttern, ne? Also ich finde das tatsächlich recht schwierig, wenn die im normalen Aquarium gehalten werden, wo zum Beispiel nur Garnelen drin sind. Das oder nur Schnecken. Also da musst du schon gucken, dass irgendwie was ins Wasser gelangt, was so ein bisschen sich auch da drin bewegt. Ne? Also unsere Empfehlung ist tatsächlich bei den Pianoschnecken, dass ihr möglichst, wenn ihr Schnecken halten wollt, nur diese Schneckenart halt, ne? Dass man also die nicht kombiniert, weil die fühlen sich schnell gestört, diese Pianoschnecken. Pianos ist es übrigens auch so, ne? Wir haben da wieder zwei dünne Fühler gleich Weibchen, ein dünner und ein dicker Fühler gleich ein Männchen. Das ist also krass. Da auch wieder diese Unterscheidung. Das ist schon cool. Ja, genau, also das sind jetzt hier diese Thylomelanias. Und Thylomelanias gibt es ganz viele verschiedene, das sind sogenannten Sulawesi-Schnecken. Alle spitz? Ja. Mögen es alle ein bisschen wärmer? Ja. Niedriger Leitwert, aber dennoch hoher pH-Wert. Mhm. Also ein bisschen eine Besonderheit kann man eigentlich sagen, ist so ein bisschen special. Ein bisschen tricky, ja. Mögen es gerne sehr, sehr warm. Ja. Also so 28, 30 Grad. Dann, wenn andere schwitzen, sagen die, oh, jetzt komme ich raus. Oh, jetzt fröstle ich nicht mehr so ganz, ja? Mhm. Genau, so muss man das sagen. Hier sind wir wieder bei Kiemenatmern. Kiemenatmer, so wie auch bei der Pianoschnecke und Co. Lebendgebärend. Ja, das ist das Krasse bei denen. Das ist echt cool bei denen. Männchen, Weibchen. Ja. Allesfresser, also durchaus auch nützliche Tiere. Ja, definitiv. Aber jetzt kein klassischer Superalpenfatter. Aber die sehe ich, ich bin ganz ehrlich, die sehe ich jetzt nicht im stark bepflanzten Aquarium. Weil wenn die einmal loslegen, die ruppen die alle aus. Aber jetzt kommt eine ganz große Besonderheit bei den Tieren. Jetzt kommt, das ist geil, das ist richtig nice. Es gibt eine sogenannte Gefahr der Hybridisierung. Ja. Das heißt, Hybrid im Prinzip wie Mischling, Kreuzung, Sorten, die sich quasi treffen, vermehren und es entsteht was Gemischtes. Das ist immer so ein bisschen verpönt in der Branche generell. Man sagt so, oh, nicht noch mehr Hybriden, das soll alles artrein bleiben, keine Vermischung und so weiter. Ja, alles gut und schön, aber viele, viele Sorten in der Natur entstehen ja genau dadurch. Und dass plötzlich Sorten sich treffen, die sich vorher nicht getroffen haben, warum auch immer, weil Areale überflutet werden oder. Und dadurch entstehen dann ja zwangsläufig neue Sorten, wenn die sich dann festigen. So entsteht die Vielfalt. Also so von daher, so schlimm ist das nicht. Also im Aquarium sieht da auch kein großes Problem. Aber die Frage die landen auch nicht wieder im Sulawesi, oder? Genau, aber die Frage ist, wieso gibt es so viele Sorten? Ja, weil es da so Konstellationen gibt, die dann manchmal dazu führen. Ja, aber guck dir jetzt von der Menge, die machen ja direkt die Hälfte des Tisches aus, die wir gerade hatten. Ne? Genau, ein paar andere sind noch dabei, aber die meisten sind eben diese Thylos. Das Spannende bei den Thylos ist quasi, dass dort, wo die vorkommen, die in bestimmten Bereichen vorkommen. Es gibt Thylos, die hauptsächlich auf Hölzern sitzen und diese auch mit abfressen quasi. Es gibt Thylos, die sitzen gerne im Bereich von Steinen. Und es gibt Thylos, die sitzen gerne im Bereich von verschlammten Böden. Und beim Kiematmer ist wieder klar, die brauchen ja ein bisschen sauerstoffreiches Wasser. Was in dem Fall allerdings ein bisschen eine Besonderheit wieder ist, weil wir reden ja von sehr warmem Wasser. Mhm. Das heißt, die ist schon ein bisschen Kummer gewohnt, trotz Kiematmer. Ja, hohe Temperatur, Sauerstoffmangel im Wasser. Ist grundsätzlich etwas schwieriger auf jeden Fall. Ganz logisch, ne? Die werden alle relativ groß, bis auf wenige Ausnahmen. Aber jetzt kommt das Spannende, wie ich schon sagte, manche leben auf Holz, manche leben auf Stein, manche im Schlamm. Das heißt, sie haben ihre eigenen Areale und sind eigentlich ziemlich getrennt voneinander. Das heißt, man hat sehr wenig Überschneidung, dass Hybriden entstehen. Außer wo? Im Aquarium.
Wenn die also mehrere Thylos zusammensetzt in einem Aquarium, dann treffen die sich quasi zwangsläufig gezwungenermaßen. Und das ist jetzt nicht so, dass die dann sagen, so, oh, das mag ich hier gar nicht. Sag mal, hast du noch dieses Pinnchen, was du gerade erzählt hast? Immer wenn du Thylos sagst, könnte ich einen trinken eigentlich. Thylo, das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich so, dass die im Aquarium ja gezwungenermaßen dann zusammengesetzt werden eventuell und sich dann begegnen, wo sie sich in der Natur nie begegnet wären. Und die finden das eben nicht schlimm, sondern die sagen sich, hey, super, dich mag ich aber besonders gerne, du kleine Schnecke. Und dann haben wir es so, dass wir Vermehrung haben mit Hybriden. Es kommen Mischungen bei raus. Das ist halt besonders. Ich finde das cool. Und in der Natur eben, wie gesagt, ist das super selten. Mit gelben Füßchen. Genau, wir können ja mal ein paar auspacken und die einfach mischen und uns anschauen. Sollen wir die jetzt mischen? Aber nicht, dass wir die gleich Hybriden hier haben. Oh, oh. Hier übrigens sehr spannend zu sehen, auch eine Thylo. Und die heißt Golden und guckt euch den Fuß an, da wisst ihr warum. Welche Schnecken hast du da jetzt, Philipp? Thylo Melania Scalariopas. Und das ist diese Goldene quasi. Das ist die Goldene. Also Thylo Melania Scalariopas. Mein Gott, das sind ja wirklich Namen, das ist ja irre. Und welche ist die andere Sorte, die jetzt da drin ist? Tovotensis. Tovotensis, das ist also diese Black Yellow. Ja, Black Yellow, Tovotensis. Tovoto Black Yellow, okay. die laufen jetzt auch richtig schön. Hier, die finde ich ja richtig stark. Hier, guck mal. Die ist ja sowas von auffällig. Aber ohne Flachs, ich habe mich verliebt. Das ist ja die geilste Schnecke überhaupt. Guckt euch das mal an. Die ist ja wohl der Burner hier. Du musst von oben filmen, Steffi. Das sind die schönsten Schnecken, die ich je gesehen habe von den Thylos. Für mich persönlich. Hast du die noch nie gesehen? Ich finde die wunderschön. Im Vergleich zu anderen. Ja, schön sind sie, ja. Die Thylo Melania Mavotoae, das ist die Himalayan-Turmdeckelschnecke. Die finde ich wirklich richtig schön. Das ist so eine helle mit so einer schraffierten Zeichnung drauf. Ja, die sieht schon cool aus. Also das ist eine ganz tolle, finde ich. Die hat nicht so viel Sonne gekriegt. Die ist nicht braun geworden. Genau, das ist der Albino unter den Schnecken, ja. Wir haben jetzt hier im Prinzip bei den Sulawesis immer wieder diese Allesfresser. Also das ist, wie gesagt, beachtlich auch trotz der unterschiedlichen Größen, dass sie alle das gleiche futtern. Das ist also wirklich alle, ist nur die Farben im Prinzip der Unterschied, mehr oder weniger. Und eben, wo die sich dann zu finden. Ja, ich habe ja gleich was richtig Geiles. Ja? Ja? Du hast ja gesagt, die andere ist geil. Hast du noch eine bessere gefunden? Oder? Ja, ich habe noch bessere gefunden. Oh, jetzt bin ich gespannt. Mit Schoki-Oberzug. Oh. Richtig mit Schokoladen-Oberzug. Die wurde in Vollmilch getunkt. Hör auf! Ja! Ist das hier diese Schokolade, diese Perfekta? Ja. Die wurde in Vollmilch getunkt. Jetzt, dann wird's gemein jetzt, ja? Ich setz die jetzt extra zu deiner angeblich schönen Schnecke. Nee, ich finde meine schöner. Nee, wobei nee. Ich sagen muss, die sieht wirklich interessant aus, weil die ist so wie gestrichen, ne? Also ich würde sagen, die sieht aus wie so eine getöpferte Vase. Ja. Oder? Ja, wie so ein Krug irgendwie, ne? Ja. Oder wie ein Krug, ja. Ja. So, was haben wir für euch jetzt hier nochmal im Aquarium vorbereitet? Wir haben hier einmal diesen riesen Brummer, der wirklich toll ist. Das ist die Perlun, ne? Perlun. Genau, das ist also Thylo Melania patriarchalis. Bei der sieht man richtig schön, dass der Fuß so wie so ein Perlun schön getupft ist. Dann hast du einmal die Yellow da drin. Wie heißt die lateinisch? Sarasinorum. Thylo Melania Sarasinorum, okay. Mhm. Das Yellow, die haben wir. Und wir haben die Mini gesagt, ne? Die Mini-Yellow ist auch drin. Hier ist eine SP. Ja. Genau, das wären also jetzt quasi die ganzen Thylo Melanias, die wir haben, die Sulawesi-Schnecken. Wobei ich wirklich sagen muss, Philippe, auch wenn das Gehäuse im Nahen sieht auch stark aus, aber der Fuß von der großen, mit dieser Perlo-Zeichnung, diesen ganz kleinen Tupfen, der hat schon was, ne? So, Endspurt würde ich sagen. Jetzt kommen wir noch zu einem absoluten Klassiker und zu einer kleinen Besonderheit. Echt? Ja, und zwar die Rennschnecke. Richtig, ja. Da gibt es ja mittlerweile so viele verschiedene Farbmorphen, kann man schon sagen. Oder ja. Man sieht immer mehr verschiedene Farben. Reifen oder Orange Track, genau. Oder Batik. Dann ja, hast Batik, du eine genau, habe ich auch schon gehört. Rote. Die sind sehr schön, die Rennschnecken. Genau. Wahrscheinlich gibt es noch ein Dutzend so andere Sorten. Genau. Also man kann grob sagen, im Handel findet ihr meistens die mit den Streifen. Und die Reifen. Genau, die gepunkteten. Ja, ja. Die sind auch, ja, ja. Und eben manchmal auch die roten. Und die Batik. Genau. Bei uns. Die Rennschnecken gehören zu den Neritiden, also Vitina, und auch die Neritina gehören im weitesten Sinne zu diesen Neritiden, also diesen Überbegriff quasi. Und da ist es so, wir haben hier wieder Kiemenatmer, wir haben wieder Südostasien, also es ist wirklich da ein mega Hotspot für Schnecken. Wir haben da wieder die Geschichte Alkokonglarven, Meer und wieder Retour, Männchen, Weibchen, keine Geschlechtsunterschiede feststellbar. Alles Fresser, mit Vorliebe eben auch dann Algen. Gute Kletterer, ne? Die können durchaus mal aus dem Aquarium raus. Oder hinterm Aquarium. Gerade die Rotrennschnecke ist echt ein Profi darin, ne? Das ist quasi so der Spider-Man. Ja, aber die ist auch schön, die möchte sich halt zeigen.
Die möchte auch außerhalb des Aquariums gesehen werden. Ja, ja, definitiv. Genau, nee, ganz tolle Schnecken, fressen auch sehr, sehr gut Algen. Gerade die rote Rennschnecke ist ein richtiger Algenschredderer. Aber wie gesagt, ist natürlich dann ein bisschen problematisch mit dem Rausklettern. Müsst also aufpassen. Auch die Kokons, die Eier, die überall sind. Also genau. da sind die echt krass unterwegs. Kleiner Tipp bei denen, was auch eine sehr beliebte Schneckenart ja wirklich ist in der Aquaristik. Es gibt sowas wie Schneckenschranke und Co. Im Internet wird das dann beworben. Das ist auch sehr sinnvoll, weil man die damit hindern kann, aus dem Aquarium zu klettern. Das ist aber im Prinzip sowas wie Vaseline. Also ihr könnt eben auch Vaseline auftragen oben. Ja, also so ein Schutzfall, da kriege ich die nicht gerne drüber. Ne? Genau. Das ist keine hundertprozentige Lösung, aber wie gesagt, das ist sowas. Wichtig ist nur, dass natürlich die Vaseline frei ist von Parfüm und Co. Ansonsten kauft euch so eine Garnelenschranke, da wird dann sicher, dass es dann nicht drin ist. Ansonsten Schnecken kann man ganz allgemein sagen, und das ist vielleicht auch mal so ein bisschen die andere Seite der Medaille. In der Natur ist es so, dass die Schnecke halt gerne der Überträger ist. Und zwar nicht für Nidentensachen. Viele Parasiten findet ihr innerhalb von Schnecken. Warum? Weil eben die Schnecke als Futtertier dient. Und was als Futtertier dient, ist auch quasi dann immer im Kreislauf die erste Übertragungsstufe. Genau, da kommt der große Fisch oder da kommt der, oder da kommt der Vogel. Ach, guck mal, das Snacker, die pick ich da mal raus. Genau, na? Parasit aufgenommen, Parasit im größeren Tier, wird durch die Gegend geflogen, Häufchen gelassen, nächster Fluss, Parasit verbreitet, Schnecke nimmt am Boden wieder auf, Spielchen geht immer wieder neu los. Ist nur so eine grobe Fallskizzierung, aber trifft eben auf Schnecken durchaus zu. Schnecken kann man nicht behandeln. Genau. Schnecken, das ist ein guter Hinweis von dir. Schnecken sind sehr empfindlich, was hohe Eisenwerte angeht, kupferempfindlich. Also Schnecken mögen da solche Sachen gar nicht. Also Dünger und Co. bitte immer drauf achten, ist auch wichtig. Futter Schnecken anbieten, ja, also Algenblätter finde ich fast alle gut, bis auf natürlich die jetzt wie die Helenas, die ja hauptsächlich Fleisch wollen, könnt ihr mit normalem Fischfutter füttern. Es gibt ja mittlerweile auch Fischschneckenfutter. Genau. Also jetzt nicht direkt im Fachhandel, es wird sehr viel noch leider online angeboten, aber wahrscheinlich kriegen wir auch demnächst was. Ja, aber gucken. Von Dennerle Schneckenfutter zum Beispiel auch mit dabei. Gibt es auch mittlerweile, stimmt. Es kommt also wirklich auf die Schneckenart an, was ihr dann denen anbieten wollt, aber da gibt es die Auswahl mittlerweile, die ist da wirklich schier unendlich. Es ist heutzutage kein Problem, eine Schnecke zu ernähren. Nur bei den Filtrierenden, wie gesagt, aufpassen, dass ihr da eben im Schaubfutter arbeitet. Ja. Wir haben ein paar Schneckenart natürlich heute auch nicht dabei gehabt. Es gibt sicherlich noch die eine oder andere, die wir jetzt hier ausgelassen haben. Die Blasenschnecke. Ja, genau, der Klassiker so im Aquarium. Mehr so, oh, zerdrückt, Futter für die Fische. Ja, ist die arme, halt so. Arme Schnecke. Genau. Wir wollen euch im Prinzip einfach nur die Angst nehmen. Die Schnecken, die ihr alle hier gesehen habt, sind unkritisch fürs Aquarium, machen guten Job, sind eher nützlich als schädlich. Pflanzen lassen die in der Regel immer links liegen. Das heißt, habt da keine Scheu. Wenn seltenst zu Plage. Genau, richtig, auch das. Und sollte es so sein, dann habt ihr einen Fehler bei der Fütterung, nämlich eine Überfütterung. Ist also ein guter Indikator. Sagen wir es mal so, die Schnecke ist nicht schuld. Du bist schuld, Aquarianer. Habt ihr Fragen, schreibt es vielleicht unter das Video. Habt ihr Anmerkungen oder noch Ideen zu den Tieren, schreibt es gerne auch rein. Genau, Ergänzung fänd ich recht cool. Genau, und vielleicht sehen wir uns ja bei uns bei Aquano zu meinem Geschäft beim Schneckenkauf, wer weiß. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.